Servus, Grüezi und Moin Moin hier aus der Redaktion, heute an einem Donnerstag, wo ich heute ja an zwei Pressekonferenzen teilnehmen durfte. Einmal die von Hansa Rostock und einmal die von VfB Lübeck. Warum? Die spielen am Sonnabend gegeneinander und es geht für Hansa um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Die dürfen auf gar keinen Fall verlieren gegen die Grün-Weißen und es reicht ihnen ein Punkt. Und ja, für den VfB Lübeck geht es darum, sich vernünftig aus der Liga zu verabschieden und auch nicht noch ans Tabellenende zu rutschen. Weil wenn Unterhaching in Magdeburg gewinnt, dann könnte es unter Umständen sein, dass Lübeck dann als Tabellenletzter absteigt. Am vergangenen Montag spielte der VfB gegen Zwickau, verlor 1:2. Markus Karben hat es ja schon seinem Blitzfazit ja ausgiebig beleuchtet. Am Ende hat es einfach nicht gereicht. Ich will auch gar nicht mehr drauf eingehen. Wobei wir auf der Pressekonferenz des VfB Lübeck schon nochmal drauf eingegangen sind. Und Rolf Lander erzählte, wie er dann den Abend auch noch verbrachte, als er nach Hause gekommen ist. Und ja, es war natürlich keine gute Stimmung, ist ganz klar, logisch. Und auch auf der gesamten Lohmühle war die Stimmung ziemlich gedrückt. Ja, es tut weh, definitiv. Das tat uns hier auch weh, weil wir begleiten den VfB natürlich weiterhin in der Regionalliga. Aber wir hätten es uns natürlich gewünscht, dass dieses Wunder vielleicht doch noch eintrifft. Aber es hat nicht sollen sein. Schauen wir aber erstmal auf die Rostocker Pressekonferenz. Jens Hertel und Jan Löhmannsröben waren dabei. Und sie sind absolut fokussiert. Sie wollen sich das nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Sie wollen es jetzt über die Ziellinie bringen und es reicht, wie gesagt, ein Unentschieden dazu. Und wenn sie verlieren sollten, dann müssen sie nach Ingolstadt schauen. Dann müssen sie dort schauen, was 1860 dort fabriziert. Ingolstadt würde dann einen Sieg reichen mit 70 Punkten. Mit 71 Punkten wären sie dann an Hansa Rostock vorbei. Die haben gerade 70 Punkte. Also Unentschieden reicht, ist immer äußerst schwierig. Aber Jens Hertel, der Trainer, sagte, dass man nur auf sich gucken will. Und ja, man schaut natürlich auch auf die Ergebnisse. Und er sagte, wenn 1860 nach einer Viertelstunde schon 3:0 führt, ja, dann ist es für uns unheimlich oder viel, viel leichter. Aber grundsätzlich, die wollen ihre Hausaufgaben machen. Und Respekt vor dem VfB haben sie auch, weil Hertel sagte auch, ja, die haben viel richtig gemacht. Nur in den entscheidenden Situationen vor dem Tor, dann leider die falschen Entscheidungen getroffen. Und das ist natürlich bitter. Und deswegen schauen wir mal, wie der VfB sich da am Sonnabend um 13.30 Uhr live auf unserem Twitter-Kanal natürlich, falls ihr kein Pay-TV gucken möchtet oder könnt oder keinen anderen Live-Ticker habt, dann meldet euch bei unserem Twitter-Kanal an und dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden. Ja, jetzt zum VfB. Da fallen Ersin Cehi aus. Der hat sich am Montag nämlich verletzt. Der ist nicht dabei. Und Rüdiger ist auch klar. Jamie Chalom ist wieder im Training. Und Tommy Gruppe ist natürlich nach seiner, ja, wie soll ich das sagen, ominösen roten Karte vom vergangenen Montag übrigens für 2 Spiele gesperrt worden. Das heißt, er fällt auch definitiv aus. Bitter für ihn, weil er ja dann bei seinem Ex-Verein nochmal vorspielen hätte können, beziehungsweise nochmal dabei sein hätte können. Aber das geht leider nicht. Nico Rieble ist auch bei seinem Ex-Verein und der hat in der Pressekonferenz gesagt beim VfB, dass er auch schon die Koffer packt, weil für ihn geht es anscheinend nicht weiter beim VfB Lübeck. Sein Vertrag läuft aus und er ist der Meinung, dass er eine gute Saison oder eine relativ solide Saison gespielt hat und eine gute Saison und deswegen schon in höheren Ligen in seinem jüngeren Alter es nochmal probieren möchte. Wir wünschen ihm dabei natürlich viel Erfolg. Und wir hatten auch eine Fanfrage und die kommt von Tanja, da muss ich ein bisschen scrollen hier. Sie fragte nämlich Folgendes, Rolf Landal. Würdest du später einmal Urlaub an der Ostsee verbringen und ein Spiel des VfB besuchen? Und was der Trainer dazu gesagt hat, das schauen wir uns jetzt an. Ja, warum nicht? Wenn die Wettervorhersage gut ist, würde ich das gerne machen. Ich meine, meine Familie ist doch gerne in der Sonne und genießt auch alle Sonnenstrahlen, wenn sie dann hier sind. Aber Spaß beiseite. Natürlich verfolge ich das weiter und drücke alle Daumen. Und wie ja auch von Vereinsseite kommuniziert wurde, so stehen die Türen immer offen für mich. Ja. Es war nicht anders zu erwarten. Dafür war Rolf Landal 7 Jahre hier, 2 Jahre als Trainer, 5 Jahre
Nein, 2 Jahre als Spieler, 5 Jahre als Trainer. Und da ist ihm die Hansestadt doch schon und seiner Familie sicherlich ans Herz gewachsen. Er wird dann jetzt übrigens auch noch mal bis zu den Schulferien warten und dann nach Österreich zurückkehren. Angebote, lose Gespräche. Ja, also es gab wohl lose Gespräche mit österreichischen Vereinen, aber so konkret ist es nichts geworden. Er wollte sich wirklich voll und ganz auf diese Abstiegskampfsgeschichte beim VfB konzentrieren und hat auch bis zum Letzten alles gegeben. Und dann hat er nämlich am Ende der Pressekonferenz nochmal das Wort ergriffen und hat einigen Leuten gedankt. Und das wollen wir uns jetzt auch nochmal anhören. Das war nämlich schon, man merkt ja heraus irgendwie, dass er sehr, sehr emotional ist. Und wenn man ihn 5 Jahre begleitet hat, dann weiß man es auch. Er ist nicht nur aufbrausend, sondern eben auch ein cooler Typ. Und ja, da schauen wir jetzt zum Ende unserer PKFF einfach mal rein. Und ich verabschiede mich schon mal von euch. Wir sehen uns dann am Sonnabend wahrscheinlich zum Blitzfazit danach wieder. Oder Markus macht es oder beide. Das müssen wir nochmal besprechen hier. Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Saison euch zu informieren. Leider nicht immer mit guten Ergebnissen. Und wir hoffen, dass wir das in der neuen Saison natürlich auch wieder weiterhin machen können in der Regionalliga. Wenn ihr das möchtet, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt Kommentar, wie ihr das alles so findet. Und ich verabschiede mich erstmal am heutigen Tage. Ich bin Roland Kenzo für HL Sports TV. Ich wollte mich explizit auf diesem Wege nochmal bei ein paar Leuten bedanken. Und zwar vor allem auch meine langjährigen Weggefährten, ehemaligen Spielerkollegen Louis Maheinecke und Stefan Richter. Riesendank auch an Axel Kire und Thorsten Krümer, ganz, ganz feine Kerle und Fußballfachleute, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe. Und auch, den hatte ich schon einmal erwähnt, Wolf Müller, der, mit dem ich vor 5 Jahren die ersten Gespräche geführt habe. Ein feiner, feiner, heller Kopf, sage ich einmal, der mir auch gefehlt hat hier in den letzten Jahren, dann nach seinem Abgang mit seinem Querdenken und tollen Ideen, die er da mal dann und wann mal reingehauen hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich könnte noch viele andere erwähnen aus der grün-weißen Familie, explizit auch nochmal Olli Brust, der das Ganze hier möglich gemacht hat, diese tollen Jahre, diese Schritte, die der Verein jetzt nach vorne macht, infrastrukturell, Professionalisierung, die haben wir ihm zu verdanken, beziehungsweise der VfB ihm zu verdanken. Und auf diesem Wege nochmal ein großes Dankeschön. Schlussendlich, ich weiß nicht, ob ich noch dazu kommen werde, dann am Samstag öffentlich nochmal einen Riesendank auch an den Staff dieses Jahres, mein Trainerteam, unsere Betreuer, unsere Equipment Manager, wie sie genannt werden. Und natürlich, last but absolut not least, meine Mannschaft, die ein Stück weit auch immer dann mein Gesicht auf dem Feld zeigt. Und auf diesem Wege ein riesen Dankeschön für den Einsatz der Jungs, den sie dann hoffentlich am Samstag nochmal bestätigen werden. Danke sehr.